Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, ich wollte gerade sagen Rezension, ist es gar nicht, denn es ist eine Kurzrezension bzw. ein Kurzreview oder ein Quick-Look oder wie man es auch immer nennen mag, denn ich werde dieses Set heute nicht auspacken, aus Gründen, die ich gleich noch erläutern werde. Aber erstmal zu den Set-Details. Das Set ist von Arnold, es handelt sich um ein dreiteiliges Wagenset mit dem Thema TEE Bavaria mit der Setnummer HN4364 aus dem Jahr 2022 und beinhaltet einen APM 121, das heißt einen erste Klasse klimatisierten Großraumwagen, dann einen AVM 111, einen erste Klasse klimatisierten Abteilwagen und einen ARD M 106, das heißt ein erste Klasse Speiseraum, Gepäckraumwagen, also ein Halbspeisewagen in dem Sinn. Der TE Bavaria in der Art war ein Ersatzzug für einen verunglückten RAM der SBB, also der Schweizer. Und da sind dann diese Wagen eingesetzt worden. Der hieß auch Bavaria und das war so zwischen Februar 71. Ich habe es mir dadurch gemerkt, 71 bin ich geboren. Ja, so ein alter Sack bin ich. Man sieht es mir aber mittlerweile auch an. Ja, das Set, warum möchte ich es denn zurückgeben? Also es sieht super aus, aber ich möchte es ansprechen, nicht, dass da noch andere Personen, dann denen das gleiche dann widerfährt wie mir. Denn bei den Farben, er ist korrekt lackiert, nämlich in Beige. Also nicht in hell Elfenbein und diesem Purpur, sondern in Beige. Wie es denn auch richtig ist beim TEE. Bei dem 601 war das ja auch so. Muss ich mal kurz gucken. Da haben wir Elfenbein, da oben haben wir Beige. Beige und Elfenbein. Also unten ist jetzt Beige und oben ist Elfenbein. Man sieht also einen deutlichen Unterschied. Das Beige selber ist dunkler. Und das ist, also wenn ich das dran halte, doch schon recht identisch mit dem Wagen. Allerdings, warum möchte ich mir, manche wissen es ja, ich habe eine nicht elektrifizierte Strecke oder einen Streckenabschnitt, der ja auch im Original so gesehen nicht elektrifiziert ist. Und ja, jetzt bin ich drauf gekommen, ich habe zuerst gesagt, okay, ich hatte auch meine 103, eine alte noch liegen gehabt von Fleischmann. Jetzt wäre ich froh, wenn ich sie noch hätte, denn auch dieser Zug, ein der TEE, ich meine, müsste der Reinhold Gold gewesen sein. Ich kann es aber nicht genau sagen. Und zwar im November 2011 tauchte er in Goslar auf. Auf einer Fahrt von Braunschweig bis nach Kreinsen auf dem Streckenabschnitt ist er mit Dieseltraktion, mit Doppeldieseltraktion dahingeschleppt worden und oder gezogen worden. Und von einer 218 105 unter anderem. Ich habe aber bloß die 217, die ja doch im so gesehen gleichen Farbschema lackiert ist, aber eben nicht in Beige, also nicht in dem dunklen Ton, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ja, und wenn ich mir jetzt diesen Zug aufbaue, auch mit anderen Wagen, die es am Markt gibt, wo auch dann Trans Europe Express auf dem Wagen steht, die sind nämlich blöderweise dann in Beige, nicht in Beige lackiert, sondern eben in Elfenbein lackiert, in dem helleren Farbton. Und das sieht dann doch sehr scheckig aus. Kann ich mir zumindest vorstellen, deswegen wollte ich die auch gar nicht erst auspacken. Ich muss die leider wieder zurückgeben, wo ich das Set ansonsten, was ich bislang durch die Packung gesehen habe, doch schon sehr adrett finde. Also sie sehen wirklich gut aus, die Details gefallen mir gut. Auch was man sehen kann, die Fenster, die eingesetzten Fenster schließen sehr schön auch mit dem Gehäuse ab. Die Lackierung ist super, die Drucke sind schön sauber und auch sehr gut lesbar auf der, ich wollte gerade sagen, auf den Langträger, nein, auf der Schürze aufgebracht. Ich habe noch andere IC-Wagen, die kann ich aber nicht nutzen dafür, weil eben der TEE die dunkle Schürze hatte und eben nicht die rote, wie es nachher beim Intercity war. Ja, es ist nicht leicht im Modellbahnbereich, gerade mit den ganzen Farben. Zudem, ich habe auch mal verglichen, eigentlich müssten der Streifen dann im Purpurrot sein. Das kommt bei dem Wagen sogar hin. Jetzt ist ein bisschen Reflexion, kann man vielleicht nicht so sehen. Bei der Fleischmann-Lok zum Beispiel würde ich nicht sagen, dass das hier dann Purpurrot ist, sondern eher, was ist das andere dann? Rubinrot.
Ist also ein etwas anderer Farbton, passt aber, finde ich, eher dann in diese Richtung, dass es mehr ein Rubinrot ist, als eben das dunkle Purpurrot, was es eigentlich sein sollte. Es weicht ab. Das ist jetzt auch kein Vorwurf von mir, dass da die Farbe nicht genau hinkommt. Ich komme nochmal, ich greife dieses Farbthema speziell nochmal in einer extra Folge auf. Denn teilweise die Wagen, die ich noch habe, auch die Intercity-Wagen, müssten in dem purpurrot lackiert sein. Ja, laut Liste, die auf Wikipedia zu finden ist, man weiß, ich weiß, Wikipedia ist nicht unbedingt immer so das Ausschlaggebende, aber da sind zum Beispiel dann die Fensterbänder bis 74 sind dann eben die Fensterbänder sind halt, genau, die Fensterbänder sind bis 1974 eben in beige gewesen. Beim, falsche Karte, wollte gerade eigentlich was über Rot sagen, also in beige gewesen, dem Farbton. Und später eben in Elfenbein, was wir da unten haben. Ne? Und der rote Streifen ist aber im Purpur geblieben, durchgehend bis 87. Ja, also in dem Farbton. Wenn ich mir jetzt aber mehr so die RAL-Karte jetzt daneben halte, neben die anderen Wagen, sind es eigentlich mehr die RAL-Grundtöne, mit denen man andere Farben mischen kann. Da taucht dann eher sowas hier auf, ne? Was kein RAL-Ton ist, sondern DB555108. Das weicht dann doch ziemlich ab. Deswegen, mal gucken, wie bunt der Zug dann wird, wenn ich die roten Sachen zusammensetze. Aber mit dem dunklen Streifen, wenn das Rote ein bisschen schwankt, da kann man sagen, okay, Rot bleicht eh aus. Das sieht man manchmal in Autos. Aber wenn der beigefarbene Streifen dann nicht so richtig hinhaut, ja, da bin ich dann doch ein bisschen eigen. Also das eine darf ein bisschen scheckig sein, ein bisschen Schachbrett aussehen, aber das andere wiederum nicht. Deswegen, wie gesagt, ein tolles Set. Super toll verpackt auch. Schöne Details. Aber wenn ihr auch einen Sonderzug eben, ne, ist ja kein regulärer Zug, sondern ein Sonderzug, dann nachbilden wollt und ihr denkt euch, oh, das Set, das kriege ich jetzt gerade mal günstig, hole ich mir mal, um meinen Intercity halt weiter aufzubauen oder ein TEE nach heutigem Vorbild. Es passt eben nicht mit den TEE-Loks so gesehen, die dann heute unterwegs sind, beziehungsweise die es auch im Modell gibt, weil die eben in der Elfenbein lackiert sind und der eben auch korrekt, ne, epochengemäß 1971, dann eben in beige statt Elfenbein. Ja, mehr kann ich jetzt erstmal zu dem Set dann nicht sagen, weil wie gesagt, auspacken kann ich es nicht. Ich kann das Rollverhalten nicht testen, aber es kommen demnächst noch Wagen, die ich dann auch mal wieder auf die Strecke schicke und dann gibt es dann wieder ein vernünftiges, ausgiebiges Review. Ich bedanke mich erstmal wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Interesse und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dann und ciao.